Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. So, heute ist U-Bahn-Tag. Ja, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Nein! Wir gucken jetzt mal, ob wir diese U-Bahn nicht irgendwie hinkriegen, ohne dass wir das Gemurkse haben der letzten Folge. Allerdings jetzt ist hier wieder was. Kracht's wieder überall, ja wieder überall Unfälle. Ist ein bisschen Stau. Ja, irgendwie, das ist wirklich, glaube ich, so ein Startbug. Also wenn du das Spiel halt startest, ich weiß auch nicht, dann machen die so ein Durcheinander, dass es halt immer wieder scheppert. Ja, hier ist zwar nur Stau, aber die sortieren sich auch gerade neu. Was macht er denn hier? Ich sage jetzt nicht, ist ein Holländer. Nee, das verkneife ich mir. Aber trotzdem. Also teilweise die Fahrkünste, die halten sich schon ein bisschen in Grenzen. Also U-Bahn. Wir gucken mal, von wo nach wo. Es wäre sicher nicht schlecht, hier hinten, irgendwie hier so rüber, dass wir den Bereich hier mitnehmen und hier natürlich irgendwie noch in die Industrie reingehen. Hat nicht das U-Bahn-Depot sowieso, also dass das halt Krach macht ohne Ende, wahrscheinlich schon. Da haben wir die U-Bahn, dann haben wir hier das Depot. Ich würde das mal irgendwo hier hinten hinstellen. Sagen wir mal irgendwie so. Und dann gibt es einen Straßenanschluss, ganz klar. Und wir müssen ja im Prinzip nur ein Gleis tatsächlich anschließen. Also irgendwie parallel hier zu dem Gleis hier oben. Ja, machen wir so. Ne, wenn ich jetzt Glück habe, dann ist der Straßenanschluss wieder oben, wo ich jetzt ans Gleis ran möchte. Wir machen es mal so. Ne, guck mal, der Straßenanschluss wäre hier. Also der wäre nicht nur, der ist auch. Und den kriegt er natürlich. Zack, einmal so. Also man darf aber nicht vergessen, das ist halt nur ein Depot. Also hier steigt keiner ein, sondern von hier kommt die U-Bahn daher. Einmal so, einmal den. Irgendwie mit Kurve, dass wir hier so schwungvoll da reingehen. Ja, das ist eben nicht schwungvoll. Ich mache nochmal schwungvoll. Das wäre so. Und dann da rein. Und dann haben wir das auch angeschlossen. Sehr gut. Jetzt, wo wollen wir die erste U-Bahn-Station haben? Ich würde sagen, irgendwo hier an der Straße vielleicht. Oder hier vorne. Guck mal. Oder hier. Kommt, wir machen das im Zentrum drin. Ja, wir machen das zentral. Also U-Bahn-Station. Jetzt bin ich hier aber komplett falsch. Das ist die Linie. Hier haben wir die Station. Oder muss ich zuerst die Röhre ziehen? Beziehungsweise die Gleise. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Wir machen eine unterirdische U-Bahn. Ne, hier machen wir eine oberirdische, weil wir haben den Platz hier. Ne, aber wir haben den Platz nicht, weil da muss ich ja mit den Gleisen auch da. Ne, 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 wir machen eine unterirdische. Unterirdische U-Bahn-Station. Man sieht, das passt hier schon mal sehr gut. Und da würde ich sagen, wir verbinden das gleich mal. Und zwar, ja, unter die Erde. Wir nehmen mal zwei Gleise mit. So, ich kann mich erinnern, ja, sagen wir mal so, es gab Probleme. Ich würde jetzt das Ganze gerne so machen, dass wir einfach immer die 30 Meter haben. Wobei, wisst ihr, was das Problem ist? Ich weiß natürlich nicht, wie tief ist diese U-Bahn-Station. Also, sieht man das irgendwo oder hätte ich das jetzt noch einstellen können? Wahrscheinlich nicht. Schauen wir schnell. Nee, hier steht halt nichts von wegen... Ne, steht nichts. Energie, einrasten haben wir. Ja, doof. Weil ich weiß nicht, was das für eine Tiefe ist. Wie finde ich das jetzt raus? Weil sonst wird das nicht funktionieren, dass ich jetzt einfach Gleise in 30 Meter Tiefe. Ja doch, es funktioniert natürlich schon. Bis zum Bahnhof hin. Ja, wir gucken mal. Das Depot. Welche Gleise hatten wir jetzt? Die hatten wir. Dass wir wirklich auf die 30 Meter Tiefe gehen. Und dann hier mal lang zwitschern. Naja, meine Stimme schon wieder Sachen macht. Wo war jetzt mein Bahnhof? Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Come on. Gut versteckt. Ne, hier vorne ist er nicht. Sag mal. Jetzt, ich habe doch einen Bahnhof hier hingesetzt. Ach, da ist er doch. Komme ich da rein? Mit diesen 30 Metern? Ich baue das mal. Jetzt mal gucken, ob wir da reinkommen. Da kommen wir rein. Diese 30 Meter sind nicht falsch. Okay, dann haben wir das. Dann wären wir hier wieder auf 30 Metern Tiefe, jawohl. Und vielleicht die Kurve mal noch aktivieren. Wo wollen wir hin? Ich würde sagen, hier unten hin. Ja, ist ein bisschen die Frage, ob ich nicht zuerst, bevor ich hier Röhren ziehe, vielleicht wirklich die Station setze. Unterirdische U-Bahn-Station. Ich habe halt tatsächlich das Gefühl, ich vergesse dann die eine oder andere. Hier haben wir ein Bus-Ding. Guck mal, das ist doch tipptopp. Tipptopp vor allem, das war sehr schweizerdeutsch. Hier haben wir eine Bushaltestelle, dann gibt es hier die U-Bahn-Station. Zack, einmal so. Dann schnappen wir uns das Gleis. Ja, wenn wir das Station für Station machen, geht das.
Jetzt muss ich aber hier wieder den Bahnhof finden. Ist es denn wahr? Hier ist er doch. Dass wir hier irgendwie rausgehen. Jawohl, das klappt sogar. Hier mit einer Kurve. Und dann... Hier haben wir schon einen Tunnel. Das müsste aber trotzdem funktionieren. Dann wollen wir hier vorne rein. Ja, mit einem schönen Bogen. Wir machen das mal so. Und dann da rein. Man sieht, das dockt an. Das müsste passen. Gut, dann sind wir hier. Wo wollen wir jetzt hin? Ich würde sagen, hier rüber. Und dann hier irgendwie in den Bereich. Und vielleicht hier hinten noch eine Haltestelle. Das muss aber keine Rundlinie sein. Aber Leute, was ist mit meiner Stimme? Werde ich gerade irgendwie krank? Bitte nicht, es wäre gerade Sommer. Das kann ich jetzt gerade mal gar nicht brauchen. Also, wir wollen hier raus. Nee, Blödsinn. Ja, rate mal, was ich mache. Genau, ich suche wieder meine U-Bahn. Hier. Ja, bis jetzt geht es wesentlich besser wie in der letzten Staffel. Dock das wieder an. Es müsste. Sonst haben wir eh eine Fehlermeldung. Also, das müsste funktionieren. Ja, wir haben die Fehlermeldung auch. Das dockt nicht an. Nicht, dass das jetzt losgeht hier mit dem Problem. Moment, einmal runter. Nehmen wir das nochmal weg. Ja, wir schauen mal. Das dockt nicht an. Tatsächlich nicht. Das hat doch auf der anderen Seite angedockt. Hier ist doch, das ist schon der Bahnhof, also der U-Bahnhof. Wenn ich so mal... Ah, so dockt es an. Da muss man ein bisschen genauer ran. Okay, einmal so. Damit noch Kurve hier rüber. Wir können natürlich hier unten auch nochmal anhalten. Ja, wisst ihr was, wir machen das so. Wir gehen hier lang. Nach hier. Jetzt fehlt hier natürlich die U-Bahn-Station. Die hätte ich eigentlich vorher machen sollen. Wir machen dich gedreht irgendwie hier hin und spendieren dir nochmal einen Straßenanschluss. Zack, einmal so. Okay, dazu die Straße. Da kommt man nicht dran vorbei. Von... Wo ist hier eine Straße? Ist da unten eine Straße? Ich glaube schon. Hier wäre auch eine. Hier ist eine. Irgendwie so. Zack, jawohl. Dann hängt das dran. Dann ist das hier der Zugang zur U-Bahn. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen Nachfrage nach Gewerbe. Da hätte ich hier gerne noch das Gewerbe. Um die U-Bahn rum. Und hier wird noch einmal fröhlich gewohnt. Hier hinten. Die brauchen ja die U-Bahn auch. So, gehen wir wieder zurück. Und schauen mal, wo sind wir stehen geblieben? Mit unserer Röhre. Jetzt sehe ich die Röhre wieder nicht. Achso, das funktioniert nicht, wenn ich die U-Bahn-Station an der Angel habe. Hier ist die Röhre. Andocken, dankeschön. Und dann da vorne rein. Das machen wir wieder mit einer Kurve. Wir hätten die First-Person-Mod natürlich noch, aber das wird wahrscheinlich U-Bahn-technisch oder U-Bahn. Ja, wir können mit der U-Bahn nicht mitfahren. Das haben wir schon mal versucht. Da sind wir unterhalb der Map. Das ist nicht, was wir wollen. Also, dann von hier geht es hier rüber. Dann machen wir hier einen Haltepunkt. Vielleicht hier oben sogar. Hier ran. Zack. Das Gute ist natürlich, dass dieser unterirdische Kollege, der braucht halt keinen Platz, oberirdisch. Also das ist natürlich schon sehr nett. Gut, Bahnhof ist hier. Jetzt machen wir das wieder so, dass wir hier andocken. Es ist schon cleverer, wenn man die Höhe nicht verändert. Dann hat man auch nicht die Probleme, dass man dann mit den Gleisen da nicht mehr reinkommt. Ich meine, die U-Bahn-Linie ist noch nicht fertig. Also es kann natürlich sein, dass wir noch Probleme haben. Werden. Aber ich denke, im Groben müsste das ungefähr so passen. Irgendwie da rauf und dann da rein. Da mache ich den nochmal. Und dann so rein. Jawohl, hängt dran. Und dann sind wir hier und dann geht nach hier oben. Hier eine U-Bahn-Station. Hier vielleicht. Oder hier oben. Ist mir zu weit weg. Ja, aber hier müssen wir wieder Sachen klöppeln. Wir könnten sie hier machen. Und machen da auch nochmal eine Straße hin. Dann ist das relativ zentral hier in diesem Bereich. Straße benötigt, ist mir klar. Kriegst du. Von hier da rein. Und dann haben wir hier auch einen Anschluss. Jawohl, das passt. Sehr gut, wir schnappen uns das wieder. Es ist im Moment relativ konfliktfrei, das Ganze. Ich bin erstaunt. ja, jetzt müssen wir hier aber nochmal eine Kurve haben. Das Spiel sagt uns schon, wenn die Kurve zu abenteuerlich ist. So, da rein. Jawohl, passt auch.
Dann sind wir hier und jetzt düsen wir noch nach da. Und dann hätten wir es. Wie gesagt, ich möchte eigentlich keine Rundlinie machen. Wir haben ja zwei Gleise, das heißt, wir können da auch zurückfahren. Würde heißen, irgendwo hier in dem Bereich noch, dass wir hier anhalten. Vielleicht sogar hier zentral. Ja, komm, das machen wir. Zack, einmal zentral. Sehr gut. Wieder zum Gleis zurück. Und dann von hier bitte wieder andocken. Jawohl, machst du gut, Spiel. Einmal so, einmal hier rüber. Und jetzt ist wieder die Frage, wo haben wir den Bahnhof hingestellt? Sag mal, jetzt finde ich den Bahnhof wieder nicht. Ich habe doch den gerade hier hingestellt. Habe ich einen Bahnhof hingestellt? Doch. Eine U-Bahn-Station habe ich hingestellt. Warum sehe ich das denn jetzt nicht? Ich gehe mal hier schnell raus. Irgendwo hier steht das Ding. Da, da ist das, da fehlt das Gleis. Wir können ja von hier her kommt bauen. Irgendwie so. Und dann irgendwie hier rein. Hier unten wäre das. Da. Dock das an. Ich muss das besser sehen. Hier wäre es. Die minus 30 habe ich. Was macht es denn hier? Guck mal mit dem Wasser. Aber die 30 Meter müssen doch reichen, dass wir hier vernünftig rüberkommen. Nee, irgendwas sagt uns das Spiel, dass das nicht geht. Wir haben die 30 Meter. Oh nö, komm jetzt nicht bei der letzten, Station hier wieder irgendwie ein Problem. 30 Meter. Das geht. Okay, sonst müssen wir halt die Bushaltestelle nochmal versetzen. Im Wasser. Wie tief ist das denn hier? Sonst müssen wir hier halt auf die 40 runter. Geht auch nicht. Machen wir die 50 und gehen hinten wieder rauf. Da sind wir immer noch im Wasser. Ja, dann baut das nicht. Was ist denn das hier? Dann baut das nicht im Wasser. Ich baue es mal in kleinen Schritten. Ich versuche es aber nochmal mit den 30. Zack. Nee, hat noch nicht zack gemacht. Moment. Jetzt hat es zack gemacht. Aha, dann geht's. Okay. Manchmal muss man einfach, ist wie bei Transportfieber 2, muss man halt kleine Schritte machen. Und dann hier rein. Ist das soweit richtig? Wenn es den andockt, es dockt. Jawohl, dann haben wir das. Sehr gut, einmal hier unterm Wasser durch. Hier rein. Und dann ist hier vorne ist Feierabend. Also, hier ist im Prinzip die Endstation. Gut, dann hätten wir die Linie. Jetzt wird es abenteuerlich. Gehen wir mal runter und nehmen hier das. Ne, ich hätte gerne das Teil. Zack. Jetzt mal gucken, ob das geht. Hier lang, hier rüber und dann hier unten ins Gleis rein. Das geht schon mal. Habe ich es drin? Müsste. Dann geht das hier weiter. Dann haben wir hier eine Station. Das geht immer noch. Hier rüber, hier rüber. Gucken, dass ich nicht irgendwie eine Station vergesse. Das geht auch noch. Ich bin begeistert. Also, wobei, ich warte noch. Ne, guck mal, hier ist wieder irgendwie ein Gleis nicht verbunden. Hier steht es relativ deutlich. Aber komme ich hier weiter? Ich komme hier weiter. Jetzt habe ich aber hier irgendwie... War hier nicht auch noch eine Haltestelle? Ich dachte schon. Ne, das geht dann hier rauf. Ne, hier fehlt eine Haltestelle. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier haben wir eine Haltestelle. Dann geht das hier weiter. Dann haben wir hier aber tatsächlich da vorne, dass da ein Gleis fehlt. Warum dies, warum das? Oder ist das von oben? Das könnte ja auch sein. Weil hier, ich komme ja weiter. Das ist kein Problem. Dann haben wir hier aber keine Haltestelle. Naja, dann haben wir hier halt keine. Das ist ja auch kein Drama. Dann geht das hier weiter. Dann haben wir hier oben die nächste. Jawohl, haben wir. Guck mal, funktioniert nämlich. Dann geht das hier unten durch. Geht hier unten durch. Da haben wir keine Haltestelle. Das geht hier rauf. Mach diesen. Und dann haben wir hier wahrscheinlich die letzte Haltestelle. Weil nachher geht es ins Depot. Sehe ich das richtig? Jawohl, da hinten ist das Depot. Gut, und jetzt das Ganze in die Gegenrichtung. Und dann können wir es eigentlich abschließen. Glaube ich. Jawohl. Einmal wieder zurück. Jetzt hier wieder keine Haltestelle übersehen. Das ist ein bisschen die Kunst dran. Jawohl, das passt. Hier runter, dann haben wir festgestellt... Jetzt bin ich gespannt, ob dieses Gleis nicht auf der Seite fehlt. Eben, da haben wir eigentlich eine Meldung hier vorne. Nee, aber dann ist das ein anderes Zeichen. Ich gucke mir das nochmal an, wenn ich es finde. Und hier haben wir ja keine Haltestelle. Das heißt, die Haltestelle ist hier vorne, hier nämlich. Einmal gewuppt, einmal hier durch. Dann machen wir hier die Kurve, die Biege und gehen da rein. Jawohl, einmal weiter, gehen hier rein. Hier liegen die Haltestellen relativ nah beieinander. Und dann kommt der letzte Punkt hier hinten. Und wenn jetzt nicht alles schief geht,
Route fertigstellen. Was? Da haben wir's. Okay, wir haben eine U-Bahn. Sehr schön. Jetzt blöd halt, dass man da nicht mitfahren kann. Das finde ich gerade nicht so ideal. Meine Stimme ist völlig im Eimer. Sag mal, also wir schauen nochmal schnell ins Depot rein. Hier die Gleise sind verbunden. Ach so, ich wollte ja nochmal schnell schauen. Ich meine, wir müssten hier jetzt eine U-Bahn haben, aber es dauert halt immer ein Momentchen. Ah, ich kann noch ausbauen. Einige eigene Anlagen zur Beschleunigung der U-Bahn-Zugwartung. Sehr gerne. Oder auch nicht. Geht das hier hin? Hier geht das hin. Zack, da müssen wir aber die Gleise wahrscheinlich nochmal verbinden. Zusätzliche Gleise. Mach mal. So, einfach der Optik zuliebe. Wenn man jetzt Schönbau betreibt, müsste man das eigentlich nochmal anschließen, alles hier, diese Gleise. Aber wie gesagt, wir brauchen es halt tatsächlich nicht. Ich brauche nicht die Aufwertungen, sondern ich brauche hier nochmal Gleise. Ja, müssen wir da unbedingt? Ne, müssen wir nicht. Wir müssen hier nicht unter der Erde tatsächlich sein, sondern wir können das so machen. Wie kommen wir jetzt da rein? Wisst ihr was, machen wir anders. Sind das zwei Gleise? Das ist ein Gleis. Aber wir können hier natürlich auf die zwei Gleise gehen. Und wir müssen halt gucken, dass wir natürlich dort, wo wir den Anschluss haben. Das passt doch hier irgendwie nicht. Seht ihr das auch gerade? Wahrscheinlich schon. Wir kommen hier doch nicht ins Gleis rein. Moment. Welches war das Gleis, das so mitgenommen? Das ist nicht angeschlossen, aber ich habe das doch angeschlossen. Nee, guck mal, das ist hier unten. Da müssen wir nochmal raus. Das müssen wir nochmal machen. Sonst haben wir natürlich tatsächlich, wir haben eine U-Bahn-Linie, aber da fährt keine U-Bahn. Sagen wir mal so, das ist nicht der gewünschte Dingens. Komme ich denn da nicht auf die 30 Meter? Doch. Mit der Kurve geht's. Okay, dann haben wir das jetzt tatsächlich doch angeschlossen. Dann müsste jetzt eine U-Bahn dann irgendwie hier starten. Und dann haben wir noch das Warten. Also nicht das Warten auf Godot, sondern die Wartung der U-Bahn. Da müssen wir schon gucken, dass das Gleis, was wir hier nutzen, dass das zur Wartung führt. Das wäre dann das hier. Die Kurve habe ich. Zack, einmal so, einmal hier die Kurve und dann hier oben rein. Oder hier rein. Geht eigentlich auch. Moment, da müssen wir natürlich wieder die Höhe haben hier. Passt. Ist das angeschlossen? Ja, eine Fehlermeldung haben wir nicht. Gut, aber er kommt nicht mehr zurück. Das sehen wir. Das ist dort eine Einbahn. Oh, da ist er unterwegs, die U-Bahn. Von hier. Kann der nicht irgendwie zurück? Ah, Moment. Vielleicht muss ich das Gleis noch mitnehmen. Dann geht das. Der hat hier eine Weiche. Also der kommt durchaus von hier auch in sein Gleis rein. Wenn wir das so machen. Wir gehen hier mal nicht unter die Erde. Hier mit dem Bogen. Dann nochmal. Ja, irgendwie so. 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 Na, mach mal. Und dann da rein. Müsste auch passen, denke ich. Jawohl, hier ist es sogar zweigleisig. Jetzt ist hier unten wieder eine Meldung. Gleis nicht verbunden. Welches Gleis denn gleich nochmal? Ach, hier mit der fiesen Kurve. Okay, die fiese Kurve funktioniert nicht. Wir müssen hier ein bisschen das Ganze weiträumiger machen. Da müssen wir aber wieder unter die Erde. Moment, das war der falsche Kollege. Moment, jetzt. Und dann die U-Bahn wieder schnappen. Wenn ich dich erwische. Hier wäre das. Ja, da müssen wir tatsächlich hier nochmal runter. Waren das 30 Meter? Jawohl. Dann gehen wir hier. Ja, da sind wir auch noch unterirdisch. Wir machen hier mal, dass wir das ein bisschen großräumiger gestalten. Da müsste ich hier reinkommen. Nee, guck mal, passt immer noch nicht. Da haben wir immer noch eine Meldung. Da geht das zweite Gleis nicht rein. Und hier hinten stimmt es auch nicht. Okay, nochmal Bagger. Ja, das ist irgendwie typisch. Die U-Bahn-Linie hat perfekt funktioniert. Jetzt kriege ich aber das mit dem Depot ja nicht gewuppt. Sagen Sie mal. Gibt's doch nicht. Ach so, das hier. Hä, was mache ich denn? Moment, das ist ja auch Käse. Jetzt muss ich echt nochmal schnell gucken, was war denn die Grundidee? Hier, die Gleise hier. Die gehen da rein, das passt. Und das hier müsste da reingehen, haben wir gesagt. Okay, nochmal schnappen. So, einmal den, einmal nochmal die Kurve und dann hier rein wahrscheinlich, war doch die Grundidee. Das geht aber nicht, weil wir die Höhe nicht haben.
So, jetzt irgendwie hier raus. Das ist wieder irgendwas ist wieder zu steil. Okay, aber so geht's. Und dann hier andocken. Jawohl, das klappt. Haben wir noch eine Fehlermeldung? Allen Ernstes, da unten. Warum denn das? Moment, das muss auch nochmal weg. Das hat hier zweigleisig und da ist es eingleisig. Aber da könnte man natürlich auf die Idee kommen, liebe U-Bahn, mach doch eine Weiche. Nee, ist auch eingleisig. Ist das zweigleisig oder eingleisig? Moment, dann bin ich hier beim falschen Ding. Nochmal runter. Nochmal andocken, sehr gut. Ja, und dann da rein. Da ist dann die Kurve zu eng. Ich muss hier nochmal einen Bogen machen. Wir machen hier nochmal einen Bogen. Kurve haben wir. So, das war hier keine zu engen. Das stimmt da nicht. Sag mal, im Ernst jetzt. Es ist das, was wir tatsächlich in der letzten Staffel hatten, dass überall die Gleise nicht verbunden waren. Jetzt haben wir die Gleise wunderbar hingekriegt, jetzt möchte ich hier nicht. Das dockt doch an. Nee, dann dockt es da hinten nicht an. Es sind eben, das sind eben trotzdem zwei Gleise, glaube ich. Nochmal Bagger. Zack. Nochmal gucken. Ja, das sind doch, ist klar, sind es zwei Gleise. Und hier ist es ein Gleis. Und wir kriegen da die Weiche sozusagen nicht hin. Weil hier halt auch nur ein Gleis ist. Ja, aber das müsste doch gehen, dass man hier vom Zweigleisigen ins Eingleisigen übergeht. Und zwar als Spiel. Ja, das passt. Und jetzt hier die Kurve. Dann passt hier wieder nicht, weil dieses eine Gleis da sozusagen nicht mitgenommen wird. Ich muss das tatsächlich anders machen. Das nochmal weg, das nochmal weg. Aber schon interessant. Wie gesagt, der U-Bahn-Bau hat ja jetzt problemlos funktioniert. Jetzt haben wir hier die Probleme. Einmal die Kurve. Und dann da rein. Jetzt dockt es an. Aber das zweite Gleis, das markt hier immer noch rum. Das möchte so nicht gehen. Ich komme hier nicht von zwei Gleisen in eins rein. Das geht nicht. Wir haben hier, aber wir haben hier halt nur mal zwei Gleise. Also das wird nicht anders. Ja, das sind zwei Gleise. Vielleicht, dass wir hier mit einem Gleis an die Weiche rangehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich kappe das mal nochmal. Dass wir das hier nicht zweigleisig haben, sondern nur da hinten im Prinzip. Ist das zweigleisig? Ich kann das nicht kappen hier. Warum kann ich das nicht kappen? Ist das bereits ein Teil vom Depot? Geht nicht. Das kann ich nicht wegnehmen. Okay, ja, mit der Energy Mod wird es gehen. Also, nochmal. Mit einem Gleis haben wir gesagt. Kann ich doch hier andocken. Moment, aber natürlich auf der Erde. Ja, das geht. Nee, das geht eben auch nicht. Guck mal, ist das nicht angeschlossen? Geht auch nicht. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ich kann doch sozusagen nichts dafür. Jetzt kann ich sie doch nicht mehr abreißen. Was ist das denn jetzt wieder komisches? Gehen wir hier mal rauf. Moment. Auf die Erde. Jetzt kann ich sie abreißen. Also, diese zwei Gleise, die würden gerne nach da unten gehen. Ich sehe aber, dass die Folge... Leute, die Folge ist halt schon wieder komplett zu Ende. Wir werden das morgen lösen. Das ist ja im Prinzip wirklich nur der Weg zum Depot. Also, die U-Bahn fährt. Das haben wir gesehen. Irgendeine ist hier eh schon unterwegs. Also, ich würde sagen, ja, Experiment erfolgreich zu 80%. Weil die U-Bahn fährt. Aber was hat noch nicht funktioniert, ist, dass die dann hier auch gewartet werden in dem Ding drin. Weil jetzt hier das hier irgendwie rummackt. Naja gut, wir kriegen das noch gewuppt. Aber ich bin froh, haben wir eine U-Bahn. Das sollte uns tatsächlich auch ein bisschen vom Verkehr befreien. Das werden wir natürlich kontrollieren, ob das tatsächlich dann auch funktioniert. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, bye bye.